Wir sind bei der nächsten Challenge. Catch me. Ganz schnell erklärt, ihr kriegt jetzt gleich und ihr natürlich auch einmal eingeblendet ganz viele verschiedene Stationen von, wir starten mit den Trainern und ihr müsst dann anhand der Trainerstationen erraten, um welchen Trainer es sich denn handelt. Ihr dürft jetzt beide gleichzeitig hier mit drauf gucken. Ich zoome ein bisschen ran, stelle es auch ein bisschen mehr in die Mitte. Sehe ich immer noch nicht. Und los geht's schon. Ich sehe ja nichts. Also unten haben wir Gladbach als Co-Trainer, dann als Trainer. Boah. Dann haben wir Bayern München als Trainer. Bilbao, Frankfurt, Teneriffa. Jupp Heynckes. Richtig. Wäre ich nie drauf gekommen jetzt schon. Nie drauf gekommen? Nein. Jupp Heynckes, also mit Teneriffa. Nee, gar nicht. Evalid war dabei, auch früher Gladbach, der war auch mal in Teneriffa. Ja. Jupp Heynckes zuerst. Bilbao war seine erste Station in Spanien. Das ist. Ja. Und er war bei Gladbach. Das ist auch nicht meine Zeit. Also, er war ja sogar auch auf Schalke, war ja eigentlich Endfan. Ne? Ja. Ich kenne dafür mein Alter nicht. Okay, dann starten wir direkt mit dem nächsten. Ich gehe runter und ihr dürft wieder. Was denn? Jetzt bin ich mal gespannt. Was steht denn da? Darmstadt führt, Leverkusen Hamburg, Stuttgart Hamburg, Wolfsburg Hertha Stuttgart. Labbadia, Bruno Labbadia. Das ging sehr schnell. Keine Chance. Das ging sehr schnell. Ich glaube, jetzt sind wir schon. Da bin ich natürlich leicht im Vorteil aufgrund meines Alters. Ja, aber das ist auch aber super erkannt auch. Okay, und wir machen weiter mit Spielern. Jetzt bin ich mal gespannt. Peter natürlich als Trainer, wobei ja Kevin jetzt auch die Trainerkarriere gestartet hat. Jetzt kommen aber die Spieler. Das ist noch nicht so lange her bei Kevin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da seht ihr schon die Vereine. Ja, und was heißt das jetzt? Was muss er wo machen? Den Spieler raten. Er hat bei Sporting Lissabon gestartet. Ronaldo. Richtig. Und Manchester United dazu, ne? Also, das ist richtig, aber was ist denn vereinslos? Der war kurzzeitig vereinslos, als der von ManU weg ist, also oder? Also, ich hätte jetzt Ronaldo gesagt, das ist auf den ersten Blick, so einer, aber vereinslos dachte ich mir, okay, dann ist es nicht Ronaldo, weil der war nicht, wann war denn der Verein? Ich glaube, weil der nicht nahtlos übernommen wurde, ne? Genau. Der Wechsel zu Nassar war da also, direkt drin. Ne? Das ist okay. Das hat mich jetzt so irritiert, dass ich einfach noch überlegt habe, wer könnte das sein? Weil an sich ist es ja Juventus Real. ManU hat ja nur einer gespielt. Und ja. Nassar hat auch noch einer gespielt. Aber Vereinslos war jetzt. Clever. Dann kommen wir direkt zum nächsten. Jetzt wird es, glaube ich, deutlich schwieriger. Beziehungsweise deutlich schwerer. So. Was ist das? Stade Laval, ganz viele französische Vereine am Anfang, war aber auch beim FC. Beim FC? Was für ein FC? Erster FC Köln. Moment. Spielt jetzt aktuell bei Dortmund? Spielt jetzt aktuell bei Dortmund. Sein letzter Verein jetzt. Özcan ist es nicht. Darfst du nochmal reinraten? Ach so. Also in Frankreich gestartet. War auch bei Stuttgart, ist jetzt von Stuttgart zu Dortmund. Kurassi. Richtig. Ja. Ja, der war nicht leicht, weil der am Anfang war relativ schwer. Damit Punkt für Kevin. Und wir gehen direkt zum nächsten über. Die Person ist gestartet beim VfB Stuttgart und befindet sich jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Nee. Aber die Vereine sind sehr ähnlich. Ja, ja. Kramer war aber nie in Mainz und ich glaube auch nie in Stuttgart. Der war nie in Stuttgart. Der war hast du noch einen Versuch, sonst darf er was wieder. Was heißt das? Mit Kaiserslautern, was ist das? Da war er auch. Ach so, da wo der Spieler war. Ja, er ist jetzt als allerletztes von Bochum zu Gladbach gegangen. Das heißt Stöger. Genau, richtig. Wow! Peter ist auf jeden Fall up to date, würde ich sagen. Also. Ja, wir haben noch einen. Und zwar den nächsten, eine Legende des deutschen Fußballs. So viel kann ich verraten. Schweinsteiger. Richtig. Na, ja, aber 4-2 verloren. Ja, das 4-2, war aber Chicago-Karriereende mit München. Ah, trotzdem jeder. Und damit gewinnt Peter auch diese Challenge. Gut aufgelegt heute Morgen. Ja, früh aufgestanden und ein bisschen Sport gemacht. Und ja, Mens, Sana, in Corpore Sano, ne, quasi. Mir fehlt mein Kaffee. Ich glaube, das ist es. Ich habe mir das natürlich nachgedacht, wenn man um 4 Uhr morgens raus muss. Ja, das stimmt, ist natürlich unfair. Das soll keine Ausrede sein. Ich hätte jetzt schon mal eine zweite Schlafphase. Aber von daher ist es ein Riesenvorteil. Und ich habe ein Heimspiel. Und du hast ein Heimspiel, genau. Und damit beenden wir die Challenge.